ganz herzlich willkommen auf der Meet 2022. Ich begrüße auch ganz herzlich Oliver Brück von der Wagner Biro. Er wird heute über die neueste Entwicklung in der CAT-V5-Technologie in der Bühnensteuerung sprechen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Dankeschön. Ja, schönen guten Tag, Nachmittag. Ich glaube, es ist die letzte Session heute. Ich hoffe, Sie haben alle noch etwas Energie, uns zuzuhören, mir zuzuhören. Herzlichen Dank auch an die Goethe-AG für die Einladung. Thema heute ist eine kurze Einführung, kurz deswegen, weil normalerweise brauchen wir für diese ganze Thematik etwas länger. Wir haben üblicherweise eine 2-Stunden-Session, wo wir eine mal die Runde drehen wollen oder würden über die CAT-V5 Systemdesign, über die Software und Hardware, die zum System gehören, um das mal vorzustellen, die grundlegenden Prinzipien. Ich habe auch jetzt noch ein Bedienpult mitgebracht draußen vom Messestand, das bietet sich gerade ganz gut an, um dann vielleicht noch mal kurz das ein oder andere mal live oder interaktiv vorführen zu können im Anschluss. Ich möchte aber gerne starten mit einer kurzen Einführung da rein in die CAT-V5, die einige kennen Sie ja schon, andere auch noch nicht. Nur also kurz zu diskutieren, wo kommt eigentlich die CAT-V5 her und was haben wir bei der CAT-V5-Entwicklung versucht anders zu machen, als wir es in den vorhergehenden Versionen der Steuerung gemacht haben. Wenn wir ein Bühnensteuerungsprojekt vor uns haben, das muss ich kurz schauen. Genau, also typischerweise haben wir bei einem Sanierungsauftrag, wenn wir einen Auftrag für eine Bühnensteuerung bekommen, die Herausforderung oder eine Vorgabe vom Kunden, der sagt, er möchte mit der Sanierung der Bühnensteuerung eine Obermaschinerie, ein Flugsystem haben, das den Zeitaufwand für den Umbau in der neuen Produktion verringert. Es soll auf jeden Fall eine Sicherheit bieten, eine Gewissheit bieten auch können den Leuten, die mit dem System arbeiten. Und man erwartet heutzutage üblicherweise eine höhere Leistungsfähigkeit und auch eine höhere Flexibilität im System, als man es vor Jahren noch kannte oder auch aus vorherigen Versionen. Wichtige Themen sind da eben die Betriebssicherheit, die Zuverlässigkeit, die Flexibilität und auch die Effizienz des Systems. Und die Herausforderung für uns in dem Kontext war natürlich bei der Entwicklung von der CAT-V5 zu versuchen, das alles gegeneinander abzuwägen. Denn teilweise widersprechen sich Themen wie zum Beispiel Betriebssicherheit und Flexibilität oder aber auch funktionale Sicherheit und Flexibilität und das Ganze in eine hochwertige praktische Lösung vereinbaren zu können. Wir müssen uns deswegen dabei auch immer bewusst sein, dass es eigentlich nicht das eine System gibt oder das eine Spielsystem, unter dem die Leute arbeiten, sondern es gibt natürlich je nachdem, ob man im Theater ist, im Schauspiel, in einem Oper, in einem Zirkus, in einem Musical, in einer Akrobatikshow komplett andere Ideen oder Anforderungen, was ein Bühnensteuerungssystem können soll. Wir haben uns deswegen gesagt, bei der Entwicklung von der CAT-V5, was wollen wir damit erreichen, was ist unsere betriebliche Vision für das System am Ende des Tages, ist, dass an der wichtigsten Stelle für uns steht, dass wir für den Bediener des Systems, und das ist ja sein täglicher Arbeitsplatz, eine möglichst ergonomische und entspannte Arbeitsumgebung schaffen wollen. Das beinhaltet, dass das System zuverlässig ist, dass es eine gute Wiederholbarkeit gibt und eine Transparenz, damit der Benutzer eben nicht gestresst wird, sondern versteht, wie das System reagiert und reagieren wird und sich darauf konzentrieren kann, die kreativen Ideen oder kreativen Anforderungen, die von der Kunst kommen, dann auch möglichst schnell und einfach umzusetzen und dabei auf der gleichzeitig natürlich aber auch die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitsplätze auf der Bühne gewährleisten zu können. Der Bauherr möchte natürlich bei einer Sanierung immer das Neueste installieren, versucht regelmäßig die Grenzen, die er im Gebäude vielleicht hatte oder auch in der Anlage hatte, durch die Installation gerade an der neuen Steuerung noch auszureizen oder zu verschieben, indem man zum Beispiel Technologien nutzt, um Lastgrenzen flexibler zu gestalten und andere Möglichkeiten. Wichtig im Projektvorlauf oder im Projektfortschritt ist natürlich, dass die Planbarkeit und Vorhersehbarkeit der Installation gewährleistet ist, ist aber natürlich auch für den Betrieb nachher genau ein wichtiges Kriterium für die Verantwortlichen auf der Bühne, für die technische Direktion, dass das System in sich planbar und vorhersagbar reagiert, sicher und zuverlässig im Betrieb ist und da kommt jetzt neuerdings immer häufiger als Trend dazu, auch die Möglichkeit bietet, Prozesse zu automatisieren oder zu verknüpfen. Wir sehen also regelmäßig mittlerweile Anfragen oder auch Anwendungen, wo die Bühnensteuerung an sich nicht mehr getrennt von den anderen Gewerken auf der Bühne agieren oder funktionieren sollen, sondern zum Beispiel die Bühnensteuerung mit dem Lichtsystem, mit der Lichtsteuerung, mit der Mediensteuerung verknüpft werden soll,
klassischerweise in die eine Richtung, dass wir Positionen aus dem Steuerungssystem in die Beleuchtung übertragen, um die Beleuchtung ausrichten zu können. Wir haben aber mittlerweile auch Konzepte und Anwendungen, wo es in die andere Richtung gehen soll, dass wir sagen, wir haben einen Mediencontent, der irgendwie kreiert wird, und die Steuerung soll einen sicheren Rahmen bieten, in dem dann zum Beispiel über die Mediensteuerung auch Fahrbefehle ausgeführt werden können, ohne dass dazu eine besondere Sicherheitsanforderung dann noch notwendig sind. All das Ganze geht natürlich nur mit einem gut dokumentierten und transparenten Sicherheitskonzept. Das heißt, insbesondere dann, wenn man automatisierte Abläufe haben will, ist natürlich sehr, sehr wichtig und nachvollziehbar für den Sachverständigen, für den Prüfer, aber auch für uns selber bei der Risikoanalyse, dass man sehr gut nachvollziehen kann und auch dokumentieren kann, dass der Betrieb sicher ist, insbesondere dann, wenn man natürlich mit Maschinen fährt, wo Personen im Gefahrenbereich sind. Das Ganze hat uns halt so als Kontext damals, ich kann heute schon sagen damals, weil die KTV 5 wurde ja 2017 auf der Messe in Berlin erstmals vorgestellt. Wir haben seither, ich glaube, ungefähr 35 Installationen mit der Anlage, mit dem System schon installiert oder sind in der Installation aktuell. Und das war und ist aber auch eine große Herausforderung bei der KTV 5 zu sagen, ein System, was den Anspruch hat, das Beste am Markt zu sein, muss eben nicht nur einen Aspekt berücksichtigen, es kann nicht nur viele Features bieten, es kann nicht nur sicher sein, sondern das System muss versuchen, eben all diese vier Dimensionen, die wir in der Bühnensteuerung sehen, in einem System zu vereinbaren. Wir brauchen uneingeschränkte Sicherheit, eine hohe Verfügbarkeit, leistungsstarke Funktionen und am Ende des Tages auch ein aufregendes Benutzererlebnis. Wir haben das in Slogans zusammengefasst, die ich jetzt nicht weiter hier großartig noch vorlesen oder ausführen möchte. Es geht eben darum, dass wir wirklich sagen, das System ist da für alle Anwendungen, die man auf der Bühne hat, sei es eine Einzelachse, sei es ein komplexes Flugwerksystem, sei es eine einzelne Maschine oder auch eine Gruppe von 200 synchron zu bewegenden Maschinen. Und das System versteht sich eben als ein Werkzeug, das für die tägliche Arbeit genutzt wird und bei der täglichen Arbeit natürlich für den Bediener am System den minimalen Aufwand ermöglichen soll, um ein tolles Ergebnis zu produzieren. Die Personen und auch die Systeme, in denen wir mit dem System arbeiten, sind alle verschieden. Ich habe schon gesagt, es gibt verschiedene Produktionsmodelle in der Unterhaltungsindustrie. Es gibt aber genauso auch verschiedene Personen, die mit dem System arbeiten. Verschiedene Hintergründe, Erfahrungswerte, Vorgängersysteme, mit denen sie gearbeitet haben. Erwartungshaltung, auch Generationenthema heutzutage. Ein 25-jähriger Digital Native hat andere Ansprüche oder Erwartungen an die Bedienung einer Bühnensteuerung als der Bediener, der seit 35 Jahren im Theater arbeitet, irgendwann mal mit Handkonterzügen angefangen hat und vielleicht vor 20 Jahren die erste einfache Computersteuerung vor sich hatte. Also es gibt ganz, ganz viele Personen und Aspekte in der Bühne, die wir treffen, und wir versuchen für alle möglichst die beste Plattform zu bieten. Das geht aber auch so weit, dass wir sagen und aktiv darauf achten, dass die Ergonomie des Systems auch so gestaltet ist, dass zum Beispiel die Pult-Hardware, Pultständer, Pultgaleriesysteme so gebaut sind, dass sie für alle Personen noch passen, in der Höhe, in der Ausrichtung. KTV 5 soll für alle insgesamt ein durch und durch schlüssiges und ergonomisches Konzept sein. In Österreich wie auch in Deutschland braucht man natürlich über das Thema funktionale Sicherheit oder Sicherheit in der Bühne nicht zu diskutieren. Das ist bei internationalen Vorstellungen eher noch ein Thema, dass man sagt, okay, was ist eigentlich funktionale Sicherheit, was ist ein SIL 3? Versteht sich von selbst, dass wir heute gerade vor dem Hintergrund der EN 17206, wo das Ganze ja nochmal sehr, sehr breit aufgefächert worden ist, relativ transparent nachweisen müssen, welche Sicherheitsfunktionen wir realisieren können, dass die auch alle zertifiziert sind und dass wir die auch alle berechnen und nachweisen können am Ende des Tages. Sicherheit heißt für uns aber auch ein Minimieren des Risikos von Bedienfehlern, wieder das Thema Stress zu kommen. Ein Bediener, der entspannt am System arbeitet, davon sind wir überzeugt, tut sich natürlich sehr, sehr viel leichter, sicher zu agieren, als wenn er unter Druck arbeiten muss und dadurch unter Umständen Fehler produziert. Und dann ist natürlich das Thema Sicherheit auch für den Betreiber der Anlage relevant, im Sinne von eine höchste Verfügbarkeit durch Kombination von schnell und einfach zu bedienen Sicherungs- und Wiederherstellungsstrategien, dass man Backup hat, dass man Redundanzen im System hat, aber auch bei Ausfall eines Systems oder beim Ausfall eines Zuges, zum Beispiel durch eine Wiederanwahl, durch einen Knopfdruck relativ schnell vorankommt.
In der Systemarchitektur hat sich im Vergleich zur CAD4-4 nicht viel geändert. Das war eine bewusste Entscheidung, die wir getroffen haben, als wir das CAD4-5 designt haben, dass wir gesagt haben, wir wollen nach wie vor in dieser flachen Architektur bleiben, wo wir ein redundantes Netzwerk haben, das in Echtzeit die Maschinen, die dezentral im Unicorn sind oder auch zentrale Schaltanlagen sind, über die Outlets mit den Bedienpulten verbinden. Wir haben oben unseren Serverschrank mit einem redundanten Rechnersystem drin, mit Fernwartungszugang nach außen. Das Ganze möglichst flach, einfach strukturiert gehalten, damit man eben keine Probleme hat oder keine Themen sich einfängt mit Schnittstellen oder Protokollaustauschproblemen. Das hat sich für uns in der Vergangenheit bewährt, ist in Installation auch sehr einfach und übersichtlich und deswegen auch so beibehalten, mit dem großen Vorteil natürlich, dass jede einzelne CAD4-4-Anlage, die wir gebaut haben, im Grunde genommen durch den Austausch der Achsrechner und der Bedienpulte und der Steckstellen relativ einfach und in kurzer Zeit auf eine CAD4-5-Anlage umrüsten können. Das Herzstück der CAD4-5 ist nach wie vor der Axio 5, Sicherheitsachsrechner oder Sicherheits-EA, Eingang-Ausgangsmodul. Wir können den Achsrechner tatsächlich durch die frei zuweisbaren Ein- und Ausgänge in all diesen Konfigurationen verwenden. Also für jede einzelne Achse, die wir steuern wollen, ist derselbe Achsrechner verwendet. Der Achsrechner wird aber auch verwendet, um sichere Signale einzulegen, sei es im Pult, die Fahrhebel-Freigabetaster, Notaustaster, oder auch in einer sonstigen Installation in der Anlage an der zentralen Stelle, zum Beispiel Spannungsversorgungsüberwachung. All diese sicherheitsgerichteten EA gehen genauso über den Axio 5 Achsrechner auch. Für den Bediener oben natürlich viel interessanter ist am Ende des Tages das Bedienpult. Unser Hauptbedienpult in der Klasse, in der Kategorie ist das CAD562. Das habe ich jetzt hier auch mal in live mitgebracht. Hier auf dem Schirm sieht man es mit zwei Fahrhebeln in der Standardkonfiguration. Hier vorne haben wir es mit vier Fahrhebeln ausgerüstet. Das ist eben auch ein Konzept, was wir mit der CAD4-5 eingeführt haben. Es nennt sich CAD Gears. Es gibt die Möglichkeit, ein CAD-Pult bei Bedarf über zusätzliche Module oder Fahrbefehlsgeber, auch Eingabegeräte zu erweitern oder zu ergänzen, um so dem individuellen Geschmack oder Bedarf des Bedieners entgegenzukommen. Ich muss sagen, in den letzten 5 Jahren, wo wir das System installiert haben, haben wir größtenteils reine Fahrhebelinstallation mit einem Joystick Interactive installiert, weil die sowohl eine sehr gute Kombination aus Fahrhebeln und auch Go-Button-Betrieb ermöglichen, gutes Feedback auch geben. Es gibt hier und da mittlerweile Installationen, die auch diese Playback-Wheels nutzen, aber für komplexere Shows zum Beispiel, wo dann mehrere Fahrten gleichzeitig sein sollen, eine komplexe Musical-Produktion zum Beispiel, wäre es eben ohne weiteres auch möglich, noch mehr Fahrbefehlsgeber einzubauen. Die Bedienpulte, das habe ich schon erwähnt, sind für uns ein Gesamtsystem aus der Hardware und der Software, die da drauf läuft. Bei der Hardware ist es uns wichtig auch zu sagen, dass wir dem Bediener, der mit dem System arbeitet, die entsprechende Ausrüstung zur Verfügung stellen können. Es ist natürlich bei jedem Pult notwendig, dass man es einfach bewegen kann auf der Bühne. Wir haben dafür die CAD Rover-Familie konstruiert, aufgelegt. Da gibt es einmal den CAD Rover Basic, den wir jetzt auch hier in Real sehen. Das ist so das Grundmodell, einfach zu bewegen, hat auch die Ablagen, die ich brauche, hat Anbaumöglichkeiten über Standardanschlussmöglichkeiten für theaterspezifische Einbauten, sei es Intercom-System, sei es zusätzliche Beleuchtung, ist einfach zu manövrieren und ist in der Höhe anpassbar, weil das so die Minimumanforderung ist natürlich. Aber um einen komfortablen Arbeitsplatz zu haben, brauche ich am Ende des Tages oder möchten wir am Ende des Tages den Bedienern natürlich noch mehr Komfort bieten. Deswegen gibt es den CAD Rover Komfort auch in der Version, die elektrisch schön verstellbar ist, auch in der Neigung verstellbar ist. Ablagefächer mitbringt für Werkzeug, für Unterlagen, die man dabei hat, auch zusätzliche Anbaumöglichkeiten für externe Displays, sodass man selbst dann, wenn man einen komplizierteren Bedienstand designen oder definieren will, da auf ein Standardprodukt zugreifen kann, das nach wie vor über das eine dünne Systemkabel angeschlossen werden kann und mit dem man dann auch ganz bequemen Arbeitsplatz schaffen kann, an dem man nicht nur stehend arbeiten kann, das ist natürlich auch wichtig. Es gibt gerade in der Vorproduktion oder beim Programmieren eben häufig auch die Anforderung, dass man sich mal setzen möchte und dafür macht es dann auch Sinn, den Rover so weit runterfahren zu können.
Das Ganze gibt es dann am Ende des Tages auch nochmal in einer Funkversion. Anbindung wie unsere Funkpulte auch an die Outlet über ein WLAN-Netzwerk. Kann dann bis zu 20 Stunden pro Tag auf der Bühne benutzt werden. Typische Anwendung ist da eher vielleicht ein Konzerthaus, wo man viele Stühle im Weg stehen hat, als dass man jetzt mit einem Funkpult eine Opernproduktion fahren würde. Aber da, wo es halt darum geht, ein bisschen Flexibilität zu haben, Freiheit haben, zu haben, kein Kabel zu haben, ist der Cardrova Radio zusammen mit einem der Hauptbedienpulte sicher die beste Wahl. Wenn wir nicht auf der Bühne arbeiten oder auf der Flache, also in der Galerie, da geht es natürlich dann darum, eine Pultserie zu schaffen, die auch mit den beengten Platzverhältnissen, die wir auf der Galerie haben, gut zurechtkommt. Wir hatten eine Herausforderung im Projekt im State Theatre, im Melbourne Arts Center, dass der Kunde gesagt hat, ich habe nur eine Galerie, die ist einen Meter und ein bisschen was tief, und wenn ich da ein großes CAD-562-Pult hinstellen würde, laufe ich Gefahr, dass ich nicht mehr dran vorbeikomme. Wir haben uns dann überlegt, wie wir das Thema adressieren können, wie wir es lösen können, haben daraufhin die CAD-550-Pult-Serie noch entwickelt, die im Grunde genommen wie das 562 oder 560 auch alle Komponenten des Hauptpuls beinhaltet, mit 4 CAD-Gears ausgerüstet werden kann, aber in seiner Bautiefe auf minimale Tiefe optimiert ist, sodass der 20-Zoll-Schirm im Prinzip die Grundtiefe vorgibt. Man kann sehr einfach von da davor stehen, gerade vor der Bühne stehen und damit auch über die Galerie schauen. Man hat trotzdem noch ein ganz komfortables und ergonomisches Arbeitserlebnis auf dem Bildschirm. Zusammen mit dem Galeriepult kommt dann als wichtiger Begleiter das CAD-Galerie-Ständersystem oder Haltersystem. Das haben wir draußen im Foyer auch mal exemplarisch aufgebaut. Das wurde speziell wirklich dafür entwickelt, dass man flexibel agieren kann, auch wirklich im Vorbeigehen, wenn man will, die Rotation, die Ausrichtung des Pultes ändern kann. Stellen Sie sich vor, man hat die Situation, man arbeitet gerade in der Queransicht auf der Bühne, es kommt ein Kollege vorbei, der einfach hinten dran vorbei will. Es ist relativ einfach, dann mit einem Handgriff das Pult auf die Seite zu fahren, dass man dran vorbeikommt, um es auf Seite zu stellen. Man kann es auch, wenn Bedarf ist, mit einem Knopfdruck relativ einfach über die Galerie schwenken und dann wirklich Platz dahinter machen, um auch im Arbeitsalltag hinter dem Pult durchzukommen. Die Parkposition hätte dann in dem Fall jetzt den maximalen Platz, der noch frei ist, also in dem Fall jetzt 1,15 Meter bei einer 1,50 Meter Galerietiefe. Dass auch wenn man nicht mit dem System arbeitet, natürlich keine Einschränkungen auftreten. CAD 530 ist die Mobilpultserie oder die tragbare Pultserie mit einem 12-Zoll-Bildschirm. Gibt es als Funkpult und kabelgebundenes Pult. Auch wieder wie die Hauptpulte, selbe User Interface, auch dieselben Einbauten drin. 2 Fahrhebelmodule. Ja, viel mehr brauche ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Was das Benutzererlebnis am Ende des Tages aber ausmacht, natürlich, ist, dass jetzt nicht nur die Hardware funktional ist, dass die Ergonomie gut ist, sondern dass die Steuerung an sich den Benutzer beim Bedienen der Anlage zeitgemäß unterstützt. Dazu gehört für uns ganz klar ein gut durchdachtes visuelles Konzept mit ansprechenden Grafiken, ansprechendem Design. Ich habe letztens eine Diskussion gehabt mit einem Operator, der seit vielen Jahren an vielen Systemen arbeitet, und der sagte so nach 20 Minuten, wieso ist das System so schön? Eigentlich war das genau das, was wir erhofft hatten, irgendwann am Ende des Tages mal zu hören, muss ich unserem Designer auch noch mitgeben, weil ich glaube, das ist genau das, was wir eigentlich am Ende des Tages brauchen. Das Design der Steuerelemente muss natürlich den Arbeitsablauf unterstützen. Das ist ein ganz wichtiges Element grundsätzlich in der Bedienphilosophie vom CAD-V5, dass wir versuchen, dem Benutzer möglichst wenig vorzugeben, in welchen Schritten er arbeiten muss, sondern ihm mehr oder weniger Freiheiten lassen, in welcher Reihenfolge er seine Bedienung vornehmen kann, aber regelmäßig oder permanent auf Konsistenz prüfen und bei Konflikten oder Problemszenarien das einfach und gut transparent visualisieren können. Das Bildschirmlayout kann sich an wechselnde Arbeitskontexte anpassen. Wir haben einmal es gibt natürlich verschiedene Ansichten zum Sortieren, um Übersichten zu bekommen, aber zum Beispiel auch das Detail, dass sich die Masken in der Größe anpassen, wenn mehr Informationen angezeigt wird oder nicht relevante Informationen standardmäßig gar nicht angezeigt wird, gehört dazu für uns, dass wir dem Benutzer ein sehr, sehr gutes visuelles Feedback geben, wie er mit dem System arbeiten kann. Dazu noch eine Reihe von intelligenten Assistenten, die mir bei der Arbeit regelmäßig unterstützen. Und das Ganze gebaut für eine integrierte, kollaborative Arbeitsumgebung.
Auch da sind wir mit der CAT V5 im Vergleich zu den Vorgängerversionen meiner Meinung nach einen Meilenstein weitergekommen, dass wir nicht nur mit mehreren Pulten an der gemeinsamen in einer Show arbeiten können, sondern wirklich gemeinsam gleichzeitig auf verschiedenen Objekten arbeiten können. Einziges Ausschlusskriterium ist letztlich Ende des Tages, eine Maschine kann nur oder ein Pult darf jeweils nur die ausgewählten Maschinen zu einem Zeitpunkt fahren. Wie sieht das Ganze aus? Es gibt da ein paar Screenshots, die das Ganze schnell visualisieren. Das hat das moderne UI-Design, das ist inspiriert vom Look und Feel von heutigen Mobilgeräten, bedient sich auch in vielen Fällen so. Die Technik, die dahinter steckt, ist auch die gleiche. Es sind alles Web-Technologien, die wir einsetzen, damit wir relativ schnell agieren können am Markt, auch wenn jetzt Änderungen in Trends, in Bedientrends kommen, relativ gut uns dem anpassen können und auch in Zukunft ein hervorragendes Nutzererlebnis mit der Oberfläche realisieren können. Das gehört dann auch dazu, dass man Multitouch-Gesten und Track-and-Drop unterstützt, zum Beispiel aber auch Löschen einfach durch Swipen auf dem Bildschirm realisieren kann. Das heißt, dieses ganze Bedienkonzept, was man von seinem Telefon gewohnt ist heutzutage, sollte man idealerweise natürlich auch im Arbeitsplatz wiederfinden, damit man nicht ständig umdenken muss. Genau. Das Bildschirmlayout hatte ich schon erwähnt, das passt sich in vielen Details an das an, was ich gerade tue. Man hat jetzt hier ein Beispiel, zum Beispiel man sieht, dass viele Maschinen in einer Fahrt angewählt sind, da wird die Information, die angezeigt wird, reduziert auf das Notwendige, dass ich trotzdem eine gute Idee bekomme, was ich da tue. Standardinformationen, die wir anzeigen, sind zum Beispiel Startposition, Zielposition, Geschwindigkeit und Zeit, aber eine Rampe, die eingestellt ist, oder eine Abschaltgruppe, das sind Zusatzinformationen, die der Benutzer wählen kann, die dann noch angezeigt werden, aber die standardmäßig ausgeblendet sind, damit wir den Benutzer nicht mit Informationen überfrachten. Ich habe hier auch ein Beispiel, dass ich die Maschine E6 dreimal auf einem Bildschirm angewählt habe. Ich kann sie so natürlich nicht fahren, weil ich einen Konflikt haben werde, das System nicht weiß, welche jetzt Priorität haben sollte. Es lässt zu, das zu programmieren, zeigt es aber klar auch an und unterstützt mich beim Auflösen dieser Konflikte. Genau. Kleines Detail ist zum Beispiel auch hier heißt Zielsuchassistent. Wenn ich Positionseingaben mache, versuchen wir das so intelligent wie möglich zu verwalten, dass wir die letzten Eingaben immer zwischenspeichern, vorschlagen, dass wenn eine Maschine schon mal eine Zielposition in dieser Vorstellung hatte, die auch gelistet werden, auch dann, wenn ich sie nicht aktiv gespeichert habe, um so dem Benutzer halt wirklich das Maximum an Komfort zu bieten, nicht immer darauf achten zu müssen, dass er in der Reihenfolge eine Position anlegt, sie auch zwischenspeichert, benannt, sondern viel freier und schneller agieren kann und dann vielleicht im Nachhinein die Termine benennt und abspeichert. Zu guter Letzt gibt es für das Ganze noch einen integrierten grafischen Telemetrie-Viewer, der alle Benutzerdaten, Benutzeraktionen, aber auch Systemzustände in der Datenbank abgespeichert hat. Es gibt dann die Möglichkeit, ähnlich wie in einem Oszilloskop, sich die einzelnen Signale auszuwählen, das Ganze zu überlagern mit Screenshots, die man sekündlich, glaube ich, aufnimmt, um dann wirklich relativ einfach nachvollziehen zu können, was denn bei einem Problem dann auch passiert war. Das hilft vor allen Dingen unserem Service auch ganz gut weiter, wenn man nur den Zeitpunkt kennt, relativ schnell festzustellen, wie sah der Bildschirm aus zu diesem Zeitpunkt, was hat die Maschine zu diesem Zeitpunkt gedacht. Hier, das sind jetzt natürlich nur modellierte Daten, aber in der Realität ist das recht ähnlich. Was thematisch neu kommt oder öfter dazu kommt, ist heutzutage natürlich auch wieder 3D-Benutzerschnittstelle. Da haben wir in Folge zu den letzten Projekten, die wir in Melbourne hatten, aber auch in Schweden, nochmal einen neuen Weg begangen und haben neben der integrierten 3D-Visualisierung, die wir haben, versucht, eine erweiterte 3D-Visualisierung anzubieten. Ist im Prinzip so gelöst, dass wir ein 3D-Rendering-System haben, ein externes System, das dann in Echtzeit hochauflösend und auch mit Lichtsimulation, mit vielen Lichtquellen 3D-Szenen rendern kann und rechnen kann, die man dann aber auf dem Pult direkt angezeigt bekommt. Das ist was im Vergleich zu dem virtuellen Theater, was wir früher hatten, zum Beispiel ein Novum, das virtuelle Theater oder 3D-Visualisierung war immer mehr oder weniger eine Standalone-Version oder Standalone-Lösung. Das haben wir jetzt hier ins Pult integriert, mit einem wirklich guten und interaktiven Feedback auch, wenn man am Pult selber navigieren will. Aber eben nicht nur als reine 3D-Visualisierung, sondern auch als ein integriertes Produktionssystem.
Was heißt das am Ende des Tages? Man arbeitet kombiniert zusammen, vielleicht wenn man nicht an der Steuerung direkt ist, in der 3D-Workstation für die Vorproduktion, kreiert sich da die Shows, legt die Objekte an, lädt Objekte rein, Dekorationen rein. Das Ganze wird zeitgleich, während man an der 3D-Workstation arbeitet, auf dem 3D-Systemserver hinterlegt. Die Objekte werden in der CAD-Datenbank angelegt und sind dann, wenn ich mit ans CAD-System gehe, da auch schon wieder verfügbar oder in einer Vorstellung, die ich mir anlege, abrufbar als Modelle oder Objekte, die aus der Visualisierung kommen. Ich kann sie dann relativ einfach den Maschinen zuweisen, die ich fahren möchte. Wir haben uns dabei die Aufgabe gestellt, das Ganze tatsächlich so nutzbar zu machen in einer Multi-User-Umgebung, wie es sein sollte. Problematik stellt sich darin, dass wir nicht nur eine reale Bühne im System haben, sondern auch ein oder mehrere virtuelle Bühnen, auf die der Benutzer umschalten kann oder auf der auch mehrere Benutzer gleichzeitig arbeiten können. Es kann also durchaus sein, dass der ein Bediener auf der Hauptbühne gerade eine Show einrichtet. Die Vorstellung für den Abend wären zwei Bediener mit zwei anderen Pulten, Obermaschine und Untermaschine, die Show, eine komplexe Show für die nächsten Wochen vorbereiten auf der virtuellen Bühne und dabei sich gemeinsam zum Beispiel eine 3D-Visualisierung dieser virtuellen Bühne anschauen wollen. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, aus der Information, an welchen Pulten wir arbeiten, welche Pulte auf welcher Bühne arbeiten und wo diese Pulte sich gerade in der Vorstellung befinden, ein schlüssiges und verlässliches Bild dann auch auf die Bedienpulte zu bringen. Und das ist uns ganz gut gelungen. Kann man sich draußen auch ganz gerne mal anschauen. Ist, denke ich, so gut wie was bisher eigentlich noch nie hatten, ein Meilenstein für die Integration von 3D und 3D-Vorproduktion in der Bühnensteuerung. Dazu gehört dann auch, dass man natürlich, wenn man nur am Pult arbeitet, sich mal Standardmodelle für Kulissen auswählen kann, die auch einhängen kann und am Ende des Tages auch planen kann, wo in der Vorstellung denn diese einzelnen Objekte dann auch verwendet werden können. Wenn ich auf der realen Bühne bin, sehe ich natürlich immer, sind meine Soffitten eingehangen, ist meine Dekoration eingehangen. Wenn ich in der virtuellen oder visualisierten Bühne arbeite, muss ich dem System natürlich mitteilen, ob ich davon ausgehen würde, in Realität wäre dieses Objekt jetzt eingehangen. Das ist also ein kurzer Ausblick ins Thema 3D. Sicherheit, um es nochmal abzuschließen, ich habe es ja gesagt, ist hier für uns normal, ist mit der EN 17206 jetzt formeller geworden noch. Es gibt für jedes Projekt am Ende des Tages eine Risikoanalyse. Das hier ist jetzt ein ganz grober Überblick, die zeigt, wie man die für einen UC4-Anwendungsfall, also eine typische Laststange, zum Beispiel oder ein Prospektzug, der geteilte Lasten tragen könnte, was man da an Sicherheitsfunktionen laut Norm brauchen könnte. Das fängt an bei einer sicheren Bremsüberwachung hin über verschiedene Stoppkategorien bis hin zu Überlastüberwachung und die jeweils dazu zugeordnete Sicherheitsfunktion im CAD, die man realisieren kann. Wir haben es im CAD in unserer Zertifizierung auch so aufgeteilt, nachvollziehbar für den Sachverständigen, aber auch für den Betreiber. Und das kommen wir morgen bei unserem Vortrag zum Thema Anhang D nochmal dazu. Auch nachvollziehbar am Ende des Tages für den Bediener oder der Anlage, welche Sicherheitsfunktionen es gibt, welche auch für die einzelne Maschine genutzt werden. Wir unterscheiden eigentlich zwischen allgemeinen Sicherheitsfunktionen, die es in der typischen Maschinensteuerung immer gibt oder häufig gibt, sichere Bremsenansteuerung, sichere Momentenabschaltung, sichere Halt 1 oder 2, Nothalt, all diese Funktionen. Und dazu kommen aber einige Sicherheitsfunktionen, die relativ spezifisch für die Bühne sind, die man so in der Werkzeugmaschine oder in der Produktionsmaschine eher nicht finden würde. Zum Beispiel sichere Lastbegrenzung für die Maschine, für die Dekoration oder auch für ein Gebäudeteil, einen statischen Teil, Überwickelschutz, Schlafzeitschutz, Einklemmschutz. Also solche Sicherheitsfunktionen sind dann eher in ihrer Ausprägung eher spezifisch für die Bühnentechnik, bei uns aber auch als Referenz implementiert und einzeln in der Zertifizierung, im TÜV-Zertifikat dann auch benannt und ausgewiesen. Unser Verständnis von zertifizierter und transparenter Sicherheit, was man brauchen sollte heutzutage in der Anlage, um dann auch nachweisen zu können, dass man den anstehenden Anforderungen auch gerecht werden kann. Ich habe jetzt noch die alte Version vom Zertifikat. Es gibt ein neues, auch mittlerweile vom Juli 22. Werden
Das ist ja eine Rezertifizierung alle 5 Jahre spätestens mittlerweile erforderlich. Sehen also, dass wir jetzt schon einen gewissen Reifegrad der Steuerung haben, weil wir schon die zweite Zertifikatsgeneration hinter uns haben. Genau. Warum das Ganze? Ja, wir versuchen natürlich, den Menschen, die mit dem System arbeiten, ein Handwerkszeug zu geben, mit dem man fantastische oder herausragende Inszenierungen realisieren kann. Kleiner Zusammenschnitt aus dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, sehen wir hier. Leider ohne Ton. Also ganz typische Herausforderungen, die wir heute haben, sind komplexe Maschinen, große Podien, die wir fahren, aber auch große Anlagen mit vielen 100 Achsen. Wir haben heutzutage oft eine Anforderung, dass man eben nicht nur 10 oder 20 Maschinen gleichzeitig fahren möchte, sondern wirklich im dreistelligen Stückzahlbereich, eher vielleicht nicht Prospekte, aber irgendwelche Effekte, Dekorationsgeschichten. CAD-V5 ist wie die CAD-V4 auch schon auch dafür ausgelegt, komplexere Fahrbewegungen zu machen, 3D-Flug, 6D-Bewegungen nennen wir es auch manchmal, weil es eben nicht nur 3D-Translation bewegt ist, sondern auch Rotation und alle drei 3D-Achsen sind möglich mit dem System. Kann mit der CAD-V5 eine 3D-Gruppe anlegen, kann direkte 3D-Targets programmieren, kann aber auch mit einem externen Editor arbeiten. Steuerung selber bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit, wie es hier durch Safety Monitoring angedeutet war, externe Fahrbefehls oder Vorgaben so zu überwachen und abzuschalten, dass man das System eben als reines Sicherheitssystem nutzen kann, das von anderen Quellen übergesteuert wird. Performer Flying, also das Fliegen von Artisten, Künstlern, ist häufig ein Thema mittlerweile. Eben genauso auch wie die Integration dann von Fremdgewerken. Wir haben einmal Integration von anderen Steuerungen, in dem Fall auf den 270 Venues der Quantum-Klasse-Schiffe von der Royal Caribbean geht es hauptsächlich darum, den Robotern beizubringen, was Verwandlungen sind, was Cues sind in der Veranstaltungstechnik, weil die eigentlich nur geteachte Fahrten kennen. Wir haben da auch dann Verbindungen an Licht- und Mediensteuerung, um die Positionen übertragen zu können, dass es alles vom Mapping her passt, damit das Bildmapping auf die Roboterpositionen funktioniert. Und am Ende des Tages auch andere Schnittstellen wie Timecode oder sonstige externe Triggersignale, die uns die Möglichkeit geben, eben das System auch von extern zu bedienen. Das ist so, was ich sage, was ich als grundlegenden Überblick über die Steuerung angeboten habe oder vorgesehen habe. Ich habe gesagt, es könnte eigentlich viel, viel weiter noch ins Detail gehen. Ich habe mir noch erlaubt, einen kurzen Überblick mitzubringen über, wie sieht es denn tatsächlich am Bedienpult aus. Habe zu diesem Zweck jetzt ein Pult auch mitgebracht. Ich kann es noch mal kurz zeigen. Wenn man in das System einsteigt, man startet mit einem Repertoire, aus dem man dann seine Vorstellung rauswählen kann, in der man arbeiten möchte. Man lädt die Vorstellung, startet an einer Übersichtsseite, die mir sagt, okay, hier oben sehe ich zum Beispiel an der Verwandlung 22, die ich gerade ausgewählt habe, dass ein anderer Benutzer gerade auf dieser Verwandlung arbeitet, sehe ich an dem Avatar-Symbol. Ich kann auf dieser Oberfläche relativ einfach meine Fahrten nehmen und verschieben. Ich kann zum Beispiel diese Fahrt vor dem Fahrhebel auf den Go-Button-Knopf verschieben. Ich sehe hier unten einzelne Fahrten, die rot markiert sind. Das heißt, irgendwas im System passt nicht. Das zeigt mir das System im Vorfeld an. Wenn ich wissen will, was es ist, gehe ich auf meine Meldungsanzeige und sehe dann in dem Fall zum Beispiel freie Fahrt nicht erlaubt. Wenn ich sehen will, wo ist das Problem, wie kann ich es lösen, klicke ich auf Vergrößerungsglas, springe an die Stelle, bekomme hier das Thema nochmal angezeigt. Ich sehe hier, ich bin auf einem blauen Totmann-Taster und eine Totmann-Fahrt, also eine Go-Button-Fahrt, kann ich nicht in freier Fahrt machen, weil ich dann keine Zielvorgabe habe. Müsste in dem Fall jetzt also eine Ziel vorgeben. Die Maschine steht gerade bei 0,7 Meter. Wenn ich jetzt sage, ich fahre gerne auf 15 Meter hoch, lässt er mich das nicht tun, weil er sagt, ja, ein Ziel muss zwischen undefiniert und 11 Meter liegen. Das ist also ein Ziel sogar für die Kulisse und für das Objekt. 15 Meter, die ich eingegeben habe, wären also auch gar nicht zulässig. Kann ich direkt lesen, wo das Problem lag. Würde also sagen, ich fahre jetzt gerne auf 9 Meter damit.
Damit löst sich dann dieses Problem auch auf. Wenn ich die Maschine wieder anwähle, kann ich sehen, ich kann sie auf dem Totemer dann auch fahren. Wenn ich sie mit Go-Button fahren will, drücke ich den Totemann-Taster und drücke die Go-Taste. Damit fährt dann auch die Maschine los. Ich kann die einprogrammierte Geschwindigkeit jederzeit mit dem Joystick reduzieren, indem ich zum Beispiel sage, ja, so hätte ich es gern, diese 0516 ist sicher das Bessere, fahre meine Fahrt so zu Ende. Und jetzt hat mir der Regisseur gesagt, ja, das war genau richtig, das war genau die richtige Geschwindigkeit. Früher hätte ich jetzt hingehen müssen, hätte mir das merken müssen, welche Geschwindigkeit bin ich gefahren. Das System hat es für mich behalten. Ich kann jetzt hier reingehen und sagen, ja, ich möchte die Geschwindigkeit übernehmen oder ich möchte sie halt auch einfach wieder zurücksetzen auf das, was vorher gespeichert war. Da das jetzt aber okay war, übernehme ich das mit einem Schritt. Ich hatte noch ein zweites Problem hier oben, kann ich hingehen, der würde mir sagen, okay, die Maschinen, da passen die Offsets jetzt nicht zusammen. Das heißt, ich kann also relativ einfach im System navigieren. Es gibt mir eine Information darüber, wo das Thema tatsächlich ist. Ich war gestartet in meiner Seitenübersicht eben, wo die komplette Vorstellung mehr oder weniger organisiert ist in Seiten. Auf jeder Seite können ein oder mehrere Verwandlungen liegen. Ich kann die Seite selber auch noch in Spielabschnitte unterteilen oder ich kann mehrere Spielabschnitte anlegen und sagen zum Beispiel einmal, das ist Einrichten, das ist der erste Akt, zweite Akt, Abbau oder Pausenumbau. Das heißt, ich kann das Ganze in der Struktur noch relativ einfach gruppieren. Ja, ich kann Fahrten verwandlungsübergreifend machen, ich kann mir, wenn ich jetzt, jetzt sieht man leider nur den einen Schirm, wenn ich jetzt hier oben mir eine Fahrt zum Beispiel direkt auswähle auf einem Fahrhebel, startet sie als Ad-Hoc-Fahrt, das heißt, ich muss nicht jede Fahrt direkt in einer Queue anlegen. Es ist ja häufig so, dass eine Fahrt relativ spontan passiert, kannst du mir bitte in den Beleuchterzug runterfahren, ich muss was einrichten. Ich kann das als Ad-Hoc-Fahrt tun, die bleibt auch auf meinem Schirm. Wenn ich aber stattdessen wieder aus dem Ad-Hoc raus in meine Seite reingehen will, in meine Verwandlung, sehe ich, dass meine Ad-Hoc-Fahrt trotzdem da bleibt. Das heißt, ich kann auch diese Ad-Hoc-Fahrt zum Beispiel nutzen, um während der Vorstellung, während ich die Vorstellung weiter abfahre, auf die nächste Seite springe, eben noch meinem Kollegen auszuhelfen, der vielleicht gerade dessen noch im Hintergrund irgendwas korrigieren oder nachrüsten muss. Dass diese ganzen vielen Flexibilitäten, auch Möglichkeiten, interaktiv mit dem System zu reagieren, sind eigentlich das, was nach unserem Dafürhalten so den großen Unterschied macht in den verschiedenen Generationen, in den alten Generationen der Steuerung, die im Prinzip auch hoch und runter fahren könnte. Man konnte Fahrten verknüpfen, viele Sachen konnte man heute schon machen. Am Ende des Tages ist es aber so, dass wir sagen, mit der neuen Steuerungsgeneration sollte es eben so sein, dass das Ganze sehr interaktiv und frei laufend geht. Damit wäre ich mit meinem kurzen Vortrag über grundsätzliche Einführung in die CAD V5 soweit durch. Wenn es noch Fragen oder bestimmte Szenarien gibt, die Sie stellen wollen, gerne. Ansonsten sage ich vielen Dank für die noch verbleibende Aufmerksamkeit. Genießen Sie das Feierabendbier und bis vielleicht später noch draußen oder dann am morgigen Tag. Danke sehr.